Eins, zwei, drei, vier. Nice. Tungsten. Da rein. Ich habe noch eine Spore, noch einen Stachel. Ich habe noch Weinreben. Ja, habe ich auch ein paar. Blöcke. Farbstoff herstellen haben wir unter Crafting reingemacht. Mhm. Ich pack's mal da rein. Farbstoff herstellen. Ich habe gerade Farbstoff hergestellt. Okay. Ich habe da nämlich so ein Red Husk wird verwendet, um rote Farbe herzustellen. Ja, ich habe gerade hergestellt aus der. Okay. Ich schaue auch mal gerade. Ich violette und rote Farbe, aber ja. Rot. Schauen, wenn ich mich rot färbe, wie das aussieht. Oh. It's burning, man. Ich glaube, das gefällt mir fast besser. Fast besser, ja. Besser. Was ist ein Mirage Dye? Kannst du ausprobieren. Ah! Okay. Okay, okay. Ich habe, glaube ich, soweit mal. Ah, ich habe hier noch Granitblöcke, die sollte ich noch wegpacken. Und Fackeln, die packe ich mal unter Nützliches. Die hier rein. Rope hier rein. Oh, wieso gibst du mir jetzt beide geben? Ja, du hast mir schon. Ich habe noch hergestellt. Gegeben. Einen brauche ich, einen kannst du verwenden. Dann haben wir 180 Mana. 160. Ich pack's dir in die. Nützliches Truhe. Mhm. Weil wenn ich es dir zuwerfe, benutze ich sicherlich wieder. Habe ich ja schon geschafft. Ah, die Feuerbälle, genau, die hatte ich ja auch noch. Mal schnell schauen, was passiert jetzt. Oh. Was ist das? Wenn ich Holzpfeile schieße mit dem Bogen. Oh. Ah, deine Bats. Lustig. Genau. Ja, dann mal auf die Tür hier. Lass mal rüber. Was ist eigentlich dann der nächste Boss, der anstehen würde? Wall of Flash. Wall of Flash. Ist es soweit schon? Hm. Ah, hier haben wir mal. Kann ich sagen, wir alle haben, aber wir könnten jetzt theoretisch in den Hardmode wechseln. Ja gut, wir haben eigentlich ausrüstungstechnisch dann das Beste jetzt, was wir pre-Hardmode haben können. Mehr oder weniger, ja, es gibt halt noch ein paar spezielle Waffen, die man noch kriegen kann. Mini-Shark oder so. Sternenkanone oder, aber ich glaube, das macht Terraria aus, dass bei jedem Durchgang anderes Zeug hast. Was anderes findest, ja. Ja. Ich finde es falsch, einfach alles zu finden. Ja, das macht auch nicht wirklich Sinn. Finde ich. Jo. Einfach hier irgendwo runter, oder? Ja, zu den Altaren. Wo war das? Ach ja, stimmt. Noch weiter da vorne, rechts. Genau. Das übernächste Loch. Ja, genau. Da haben wir uns schon runtergebuddelt. Ich glaube hier jetzt, oder? Oh.
Ja, hier können wir auf jeden Fall runter. Achtung, da unten ist ein Boden. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Wart mal, ich mach mal da. So. Klinge der Nacht, 49 Nahkampfschaden. Nein. Klinge der Nacht. Give me. Jawoll. Wieso macht die bei mir nur 42? Ah, du hast auch die. Oh, ich habe agil. Sie ist schneller. Okay. Was Schön. Hast du für Stats drauf? Gar nichts. Ah, oh, schade. Meine hat 11% Tempo und 3% kritische Trefferchance. Cool. Das ist schön. Und für mich schon das Muramasa. Bitte? Das, war so, das Muramasa war so schön schnell. Ja, und die Range war auch besser. Dafür ist der Damage nett. Lass mal hier testen, warte. Komm raus. Ja. Muss ich da noch was zu sagen? Komm raus. Ich kann noch schnell was testen. Darf ich mal einen haben? Ja. 23 mit Holzpfeilen. Okay, 24. Was, wie viel habe ich jetzt mit besseren Pfeilen? Brauche noch ein Opfer. Ja, du könntest noch eine Schattenkugel zerstören, dann hättest du ein großes Opfer. Okay. Explosivpfeil oder was? Ja, die Höllenfeuerpfeil, die wir gefunden haben. Ah, puff. 62, ja. Aber das war jetzt, glaube ich, ein Crit. Ja, glaube ich auch. Komm raus. 24, okay. 25, okay. Dann brauche ich nur noch Holzpfeile. Nice. Das heißt, als nächstes steht Wall of Flash an. Gut, für Wall of Flash würde ich mir dann die Weltraumgun mit der Meteoritenrüstung nehmen. Du wolltest ja, wir wollten das Ganze ja mit Molotovs machen, oder? Wir müssen ja, jetzt nur noch schauen. Genau. Aber damit ich halt außer daneben stehen auch noch was Sinnvolles machen kann, würde ich einfach mal dann noch die, ja. Oder brauchen wir vielleicht noch Seide dazu? Die Welt. Spinnennetze haben wir irgendwo. Haben wir noch, glaube ich, ja. Beam ich mal zurück. Jo. So, wo war der Webstuhl? Den habe ich, glaube ich, noch nicht benutzt. Der Webstuhl, ich habe ihn irgendwo gefunden. Glaube ich auch, aber gehabt. Es müssen noch die Spinnennetze. Ah, ich glaube hier. Haben wir die? Ich nehme mal an, entweder Crafting oder Alchemie habe ich's, aber Alchemie wäre irgendwie sinnlos. Hast irgendwo, glaube ich, sind sie. Hm. Nützliches? Nee. Haben wir überhaupt? Ja, müssten wir. Wenn wir sie nicht weggeworfen haben, haben wir welche. Könnte mir noch vorstellen. Ja, aber hier kann es eigentlich auch nicht sein. Ah, doch, ich habe hier Spinnennetze gefunden. Ist auch immer die in der Alchemietruhe sind. Okay. Ja, 324 Stück. Das sollte reichen. Darf ich mal? Ja. Ich denke zumindest, dass man Seide aus dem herstellt. Ich glaube, ja. Sicher bin ich mir nicht mehr. Ich glaube, ja, hier, das war der Webstuhl, ja, stimmt. Nicht das Ding da. Müsste Welches? Das hier gewesen sein, ja. Okay, ist wohl nicht das Richtige. Ist es das hier? Spinnennetz doch. Es kann der Webstuhl auch was anderes sein. Ja, es sieht auch so aus. Okay. Warum kann ich da nichts herstellen? Man kann den Gärbottich bauen. Ich würde jetzt gerne Seide herstellen.
Ich glaube, wir haben es mit dem Fall von Dummheit zu tun. Wieso? Moment. Man müsste es mitnehmen. Ja, ich habe es genommen und in die Truhe gepackt. Auch gut. Ich stelle mir dann mal noch die restliche Meteoritenrüstung her. Ich habe ja nur den Helm. Ja, mir genug. So, Seite habe ich. Dann brauche ich noch Fläschchen. Fläschchen müssten, glaube ich, auch in Alchemie sein. Her? Haben wir welche noch, glaube ich, in Alchemie? Okay. Meteoritenbarren. Bier benötigen wir dazu auch. Oh. Bier? Ja. Ich habe gerade vorhin habe ich gesagt, oh schau, hier kann man was herstellen. Mit dem kann man Bier brauen. Okay. Ja. So ein Gärbottich zum Bier brauen. Ich baue mal einen. Wo stelle ich es hin? Also Sand stellt man ein Glas her am Schmelzofen. Gut. Okay, hier habe ich ein Bierbraufass gebaut. Dann schauen wir mal. Jetzt muss ich Glas herstellen. Aber was man dazu braucht, um Bier zu brauen, weiß ich jetzt nicht. Im Normalfall ja, aber... Ich bin dran. Okay. Also der Bierbraubottich steht da oben. Gut, also Glas, dann stellt man einen Krug her. Wo ist der Krug? Weinglas. Riten Leggings, so. Ist das der Maßkrug? Könnte sein. Meteoritenhelm. Okay. Und einen herstellen. Dann kann ich jetzt so. So. Und Bierfass. So. Okay. Wo hast du es hingeschickt? Ah, da oben. Jupp, ich kann jetzt rumlasern ohne Malerverbrauch. Das Ding macht immerhin auch 22 magischen Schaden. Könnte schlechter sein. Oh, okay. So, noch mehr Krüge. Maßkrug. Mehr Krüge. So viele mehr Krüge. Das heißt, du willst jetzt dann die ganze Unterwelt in Flammen setzen? Ja. Klingt gut. Auf jeden Fall. Lalala. Wir wollten mal unsere Hütte erweitern, oder? Ich könnte mal oben noch eine Ebene draufstellen. Aber ich habe, glaube ich, zu wenig Holz. Jupp, ich gehe mal Holz holen. In der Zwischenzeit. Oh. Oh, der Meteoritenhelm sieht aber nett aus. Gut, Bierseide, Fackel und Pinktail. Molotow-Cocktail aus Bier. Sehr schön. Ziemlich viel, was man hier herstellen muss. Brauche ich noch das Holz, das du gleich bringst? Ah, das brauchst du auch noch. Ja, für Fackeln. Fackeln habe ich in der Truhe nützliches. 100 Stück. Gut. Und dann noch das Pink Jail. Wo auch immer das ist. Alchemie oder Crafting? Ich hab's. Ah, sehr gut. Wie viele Molotovs brauchen wir? Eine Handvoll. So 200.
Okay. Haben wir so viel Mats? Ich habe jetzt 200. Okay. Wie viel Pink Gel brauchst du für einen Cocktail? 0,2. Okay. Ich brauche 5 Bierkrüge, ein Pink Gel, eine Seide, eine Fackel. Ah ja, nice. Dann geht das doch. Jo. Oh, die restlichen 4 Bierkrüge habe ich getrunken. Du hast dir mal instant 4 Bier reingehauen. Okay, kann man machen. Was machen die? Ja. Heilen die oder was? Oder? Hm? Haben die irgendeinen Sinn? Keine Ahnung. Okay. Erhöht Nahkampffähigkeiten, vermindert Abwehr. Okay. Das heißt, du wirst aggressiv, aber kannst dich nicht mehr verteidigen, weil du besser bist. Mhm. Schön. Muss mal wieder Bäume pflanzen. Wir müssten hier mal eine schöne ebene Fläche bauen. Ist eh nicht schlecht eigentlich. La la la. Unfähigkeit, ja jetzt. Okay. Noch mehr Bäume pflanzen. Bauen wir dann jetzt noch irgendwas für die Wall of Flesh? Eigentlich nicht, oder? Nee. Wir müssen nur noch die Ebene unten nochmal kontrollieren und eventuell erweitern. Bin mir nur nicht mehr sicher, wie man dafür sorgen kann, dass es von links kommt, nicht von rechts. Ah, wenn du auf der Map weiter rechts stehst von der Mitte, kommt sie von rechts. Also immer der maximal mögliche Weg. Das heißt, wenn wir ganz nach rechts gehen, kommt sie von rechts und geht nach links. Und ansonsten okay. Umgekehrt. Also von der Mitte aus gesehen, von der gesamten Karte. Ja. Okay. Sammeln mal noch Holz. Wir brauchen ja für unsere Hütte noch einiges an Holz. So. Die 3 Bäumchen noch. Dann stelle ich ein paar neue auf und dann ist gut. Gut, gut. Dann oh, das habe ich ja noch gar nicht kapiert. Was denn? Ich kann den Feuerball, den ich zaubere, fernsteuern. Oh, cool. Das ist natürlich nett. Ist das cool. Das klingt natürlich sehr nett. Ja. Aber bevor wir die Wall of Flesh angehen, würde ich vorschlagen, einen kurzen Break. Einen kurzen Break und ja, dann geht's wieder frisch, fröhlich, munter weiter. Genau, frisch, fröhlich, der Untergang entgegen. Genau, wir erwecken das üble Übel des übelsten Übels. Und schauen uns mal an, wie es uns dabei geht. Ja. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr auch gerne mal ein Like da lassen. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi.